Eine Weltmeisterschaft hat Reinickendorf aber auch nicht alle Tage. Das ist richtig, deshalb freuen wir uns auch, dass so kurzfristig es möglich war, die Weltmeisterschaft aus Sachsen, wo ja die Fluten ein ganz furchtbares Unglück angerichtet haben, hier nach Reinickendorf zu bekommen. Also wir hatten am Freitag erstmal einen unerhofften Besuch an Presse. Ja, wir sind auch sehr stolz darauf, dass es uns geglückt ist, hier die Voraussetzung zu schaffen, dass die Weltmeisterschaften in Reinickendorf stattfinden. In der Tat findet so etwas ja nicht so häufig statt. Von daher freuen wir uns als Sportstandort Reinickendorf. Und das Einzige, was natürlich jetzt ein bisschen schade ist an dieser Weltmeisterschaft durch die kurzfristige Verlegung, sind natürlich viele Werfer, auch gerade aus Deutschland, nicht angereist, weil keiner damit gerechnet hat, dass die Weltmeisterschaft doch noch stattfinden wird. Es ist in der Tat eine sehr verkehrsgünstige Anlage mit U-Bahn, mit S-Bahn-Anbindung, mit Autobahn-Anbindung und von daher glaube ich, dass hier auch einige Zuschauer den Weg herfinden werden und die Teilnehmer sowieso. Und wir hatten am Freitag auch schon sensationelle Würfe von 62 und von 65 Metern und das ist für Berlin erstaunlich. Und wenn ich mir die Technik so anschaue, glaube ich, dass ich dafür auch nicht sonderlich geeignet bin. Als Sportstadtrat und natürlich auch in der Funktion als Bezirksbürgermeister. Ja, man hat schon den Eindruck, wenn man die Technik nicht beherrscht, dass der Stiefel sehr schnell steigt und genauso schnell wieder wie ein nasser Sack runterfällt. Von daher ist es schon notwendig, die Technik zu beherrschen und bei den Spitzenwerfern, insbesondere aus Finnland, sieht man es auch sehr deutlich. Also in Berlin treten an einmal die Finnen mit ihrem stärksten Team überhaupt. Also alle finnischen Werfer, die wirklich in die Spitzenklasse gehören, sind vertreten. Werferin natürlich auch, gefolgt von den Esten. Wir haben allein 16 Esten hier. In Döbeln war ein Stadtfest geplant und also wirklich sollte eine sehr schöne Sache werden, auch nicht nur für die Werfer, sondern auch für die Stadt Döbeln. Und leider Gottes durch die Flut im Muldetal ist förmlich alles weggeschwommen und wir hatten praktisch eine Woche Zeit, uns zu überlegen, fällt die nun generell aus oder finden wir einen Ersatz? Und dann haben wir uns für Berlin entschieden. Einerseits, weil wir hier wohnen und Berlin-Reinickendorf sehr sportaffin ist. Und wir haben beim Sportamt nachgefragt und haben relativ schnell eine positive Antwort bekommen. Auch dank unseres Bezirksbürgermeisters, Herrn Balzer. Ja, wir haben jetzt ja die Sommerferien, von daher sind die Sportanlagen nicht ganz so ausgelastet. Ja, so konnte die Weltmeisterschaft innerhalb von 2 Wochen fertig geplant werden. Weil es eine Weltmeisterschaft in Reinickendorf gibt, dann ist es als Sportstadtrat schon fast eine Selbstverständlichkeit und von daher freue ich mich, jetzt den Wettbewerb noch ein bisschen verfolgen zu können. Berlin-Tegel hat nun halt eine Sonderstellung, was den Sport angeht. Es gibt sehr viele Sportstätten und die sind auch in einem hervorragenden Zustand. Es wäre tragisch gewesen, wenn wir hätten sagen müssen, das geht nicht. In der Regel sind alle Sportler Selbstzahler. Für unsere Sportler hier in Deutschland, Finnland, Estland, Schweden, kann ich sagen, alles Selbstzahler. Was natürlich im Grunde genommen, wenn man alles zusammenrechnet, eine kleine Urlaubsreise wäre. Anfahrt, Unterkunft und das für 2 Tage werfen, tja, wer macht das freiwillig? Also Höhepunkt ist halt immer der sogenannte Social Evening. Da trifft man sich, da ist dann die Pokalübergabe, die Preisvergabe und danach ist halt so ein geselliges Zusammensein. Das heißt also, man sitzt beisammen, redet, trinkt ein bisschen, Unterhaltungsprogramm natürlich und ja, das auch ist eigentlich hier in Reinickendorf. Auch hier in Reinickendorf und ist ein Zusammensein, wo die Pokalübergabe stattfindet und danach ist meistens so ein kleines Rahmenprogramm. Das ist eigentlich immer der krönende Abschluss so einer Veranstaltung und wir sind froh, dass wir beim SV Reinickendorf das Vereinsheim nutzen dürfen für diese Abschlussveranstaltung. Und heute ist herrlicher Sonnenschein, also besser kann es gar nicht laufen. Alles eine erfolgreiche Veranstaltung. Es ist alles im grünen Bereich letztendlich. Es passt alles. Alle sind begeistert und wir haben schönes Wetter. Was will man mehr? Ich glaube, da wird noch viel drüber gesprochen werden. Nicht nur hier, sondern auch in Finnland, Estland, Schweden, Italien. Es passt alles. Also die Reaktion unserer Finnen und Esten ist sehr positiv
Und auch die Reaktion aus Finnland, dass überhaupt die Möglichkeit bestand, so kurzfristig einen Ersatz zu finden. Und die Begeisterung für diesen Sportplatz und auch für die gesamte Lage mit dem Hotel, mit dem Einkaufszentrum, das ist wirklich optimal und kommt eigentlich relativ selten vor. Wir überlegen vielleicht in 5 Jahren nochmal in Berlin eine WM zu starten, aber diesmal mit einer größeren Vorplanung als diesmal.